I'm just an average guy, I'm nobody, but I always wanted to be an artist. So I tried to play piano. Oh, da bin ich eigentlich. I was bad. Das ist Verpackung Snickers, wenn wir die Technik nicht funktioniert, sind zu diva. Then one day I discovered vielen Dank, Mike, danke. The Lowly Sponge. It was love at first sight. I was bad at other kinds of magic, so I invented my own techniques to be good at the sponge. When I perform for other magicians, they never seen my techniques before. Alter, jetzt bin ich aber hart gespannt. I didn't know my magic was amazing. So now, I'm a little famous. A spongeologist, the magician who wrote the book on sponge magic, Piccioli. All because of my little friend, Ami. Nice, ich bin gespannt. Jetzt bin ich hyped. Welcome to Sleight of Hand of Julio. Bist du gefoolt? Auf jeden Fall von der Klangschale. Sehr cool. Oh, wie er das noch auffängt mit der Hand. Stark. Sein Atem. So. It's a Tibetan bowl. With them and a simple vibration, in a lot of cultures, they think that sehr cooler the energy Transfer. Can flow and even materialize. Yeah. I would like to play with the sound and with the silence. Jetzt bin ich aber gespannt, wie er jetzt fühlen soll. Yeah, it's happened. With a little bit of silence, one of the balls disappear. While I'm talking, nothing happens. But when I shut up, yes, it goes away. And the last. Was? Last one. The last one, because sometimes the silence can speak for itself. And when was? Silence nein! Hä? Jetzt bin ich aber gefoolt. Jetzt bin ich... Hä? Was? Was war das denn? Nochmal. Silence can speak for itself. Was? Na, ich sehe nix! Nochmal. Da ist der Ball. Er ist in seiner Hand. So weit, so gut. Er wirft ihn hoch. Alles gut. Da passiert nix! Er droppt nix! Er lässt nix fallen! Silence can speak for itself. And when silence speaks, the sound answers. Ja, eigentlich brauchen wir ja nicht mehr weiter gucken, ne? Also eigentlich jetzt schon gefoolt. Okay, I would like to play a little bit different. With one, two, and the last one. Okay, but the ball need to be upside down like before. And the last one. Before, I use a little silence to make one ball disappear. But now, if I do a longer silence, it disappears more. Just a sound, and it came. Absolut krank. Eine Spitze reicht da nicht aus für das, was er macht. Ihr könnt nicht einfach sagen, ach, der hat einfach eine Spitze und passt. Spitze reicht nicht aus, Freunde. Nicht dafür.
Knowing this, I don't need to move the balls. I just need. Oh, dieses schöne Detail, wie er die Hand hier öffnet immer wieder zwischendurch. Guck mal. Er lädt den einen Ball und jetzt öffnet er die Hand kurz, um zu zeigen, dass der erste noch da ist. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal. To move the ball. Oh, so ein schönes Detail. I just need to do a sound and they came. The first one, a sound. And the second and the last one. Like the previous okay, das habe ich. Okay. Boah, das ist beruhigend, ab und zu mal was zu sehen. Das ist so beruhigend, ab und zu mal. Oh. Also er ist halt doch noch ein Mensch, so. Es ist gut zu wissen, dass er kein Gott ist, so. Wisst ihr, was ich meine? Er ist gut, aber das fühlt sie nicht. Doch, das wird sie safe fühlen. Definitiv. Just a sound. And there is one, two, and the last. One. Okay, please, Alison, can you help me? What? Please put your hand palm up like this. And take these two balls. Boah, Leute, das hat mir so gefehlt, ne? Das hat mir echt, der liest gar nicht den ganzen Tag. Natürlich lese ich den Chat mit McMichi. Aber das ist, hat mir so lange gefehlt, einfach mal wieder so einen Teilnehmer zu haben, wo man gar nichts weiß. Wo man einfach abschaltet und einfach stirbt. Das sind mehr oder minder Standard-Vanishes aus Cups and Balls. Ach, Jonas, komm, geh nach Hause. Kannst du deiner Mama erzählen? Nee, das ist wirklich, das tut so gut. Es tut so gut, einfach völlig baff zu sein. Please, Alison, can you help me? What? Please put your hand palm up like this and take these two balls really tight in your hand. Okay. Put your hand like this. Okay. Okay. A simple silence to make it disappear. If I carry the sound, it's done. You got okay. Me? Mm-hmm. Open your hand, and there is one, two, genau. And two. Jetzt in dem Moment, in dem er wieder Standardtechniken, die man kennt, benutzt, Methoden, die andere Magier benutzen, in dem Moment ist alles klar, alles schön und gut. Aber sobald er seine eigenen Touches mit reinbringt, sobald er seine eigenen kleinen Ideen mit reinbringt, in dem Moment, völliger Absturz, heftig. I can do a lot of things with the vibrations because if I put one ball in my pocket and I take the essence of the ball like this with a sound, I always got three and I can repeat it 1,000 times. Two on my hand. The third. Oh, dieses Werfen, das macht er so gut. Er macht das so gut. It's no need to put on my pocket. You can take in your hand. Palm up like that. Because and the previous one that I put on my pocket, you can take in your hand too. Because the important is not the place where I put the balls. The important is that I take the essence. I put on the ball, I tap, and I always got three. And they can repeat it 1,000 times. This is for you, of course. It's meine Fresse. And I always got three. I can repeat it 1,000 times. This is for you. Bruder, wann lädst du denn? Warum gucke ich die ganze Zeit falsch? Und ich denke die ganze Zeit, ich gucke richtig. Mann! It's got three. But I can do this faster. I can do this a lot of times. For example, this is for so, jetzt natürlich weggeschnitten. Ja, okay. Always got, don't drop the ball, please. This is for you. And I always got three. One, two. This doesn't mind. And I always got three. One, two. This. But don't drop the ball, Alison. Please, don't drop the balls. Sometimes happen that if I tap one, don't be crazy. If I tap just one, I appear one. But if it's continuously sounding, I always got three. 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 The one way to finish this, I always got three. I always got three. The one way to finish this is I always got three. It's giving you the three balls. It's giving you the stick. It's stop the sound and it's giving you. And thank you so much because it's one way to finish this. It's not possible. To do. Also. Da muss ich eine Standing Ovation geben. I lost your balls. Da.
Lass dich Pause. Nee, da muss ich Standing Ovation geben. Hier wieder Vollidioten im Chat sollen sagen, ach, lies mal die alten Bücher, dann weißt du genau, wie es geht. Ach so, die alten Bücher. Dann weiß ich Bescheid, Freunde. Die alten, die heiligen Schriften. Warum muss ich jetzt an The Last Jedi denken? Oh nein, die alten Schriften. Nee, wirklich, Freunde. Also, das ist absolut verrückt. Und überleg mal, dieser Mann ist so bescheiden und sagt, ja, ich bin nicht so gut in Magie. Deshalb mache ich Schwammbälle, weil das ist das Einzige, was ich kann. Das ist so magisch, Alter. Es ist so magisch. Das ist wirklich reine Magie für mich, Freunde. Er besteht aus Schwamm, ja? Das ist wahrscheinlich sein Geheimnis. Boah, ich würde am liebsten das ganze Ding nochmal gucken und nochmal und nochmal. Komm, Freunde, wir müssen die Eröffnung einfach nochmal gucken. Die war einfach zu gut. Wenigstens die Eröffnung. Ab hier ungefähr. It's a Tibetan mole. With them and a simple vibration... In a lot of cultures, they think das ist ja alles klar soweit. Das ist alles kein Problem. Hier lebe ich ja. I would like to play with the sound and so, er zeigt die Hand leer. Silence. Ach. Und ich hätte doch schwören können, False Memory is da. Das, was jetzt kommt. Yeah, it's happened. With a little bit of silence, one of the balls disappear. While I'm talking, nothing happens. But when I shut up, yes, it goes away. And the last one, the last one, because sometimes the silence kind of speak for itself. And when silence speaks, the sun. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid, ihr müsst nur die alten Bücher lesen. Ihr müsst einfach die alten Bücher lesen, wisst ihr? Silence can speak for itself. Nehmt so den Ball, schließt die Hand, dann greift ihr nach dem Schnegel, bewegt ihn da dreimal rum, dann müsst ihr die alten Bücher lesen und dann verschwindet der Ball. Gar kein Problem, die alten Pergamente. Ja, den Spaß müsst ihr mir erlauben. Okay, ich sag mal, der ganze Rest hat Penn und Teller nicht gefühlt. Aber hier waren zwei kleine Momente. Bei diesen zwei kleinen Momenten bin ich mir sehr sicher, dass es ein Fool sein könnte. Da bin ich mir wirklich sicher. Ah, I lost your balls. I lost my balls too. Does your beard like have magic powers? Yes, yes, I think so. With my beard I can produce sponges. Kannst du mir bitte antworten, wo ich zaubern lernen kann? Ich habe ein Video hochgeladen mit dem Titel Zauberer werden, wie geht das eigentlich? Da empfehle ich ganz tolle Bücher, erkläre alles zur Vorgehensweise, wie du am besten deinen Weg in die Zauberei findest, aus meiner Perspektive gesehen. Du kannst jeden Magier fragen und jeder wird dir was anderes sagen. Dieses Video ist meine Antwort auf die Frage, wie wird man Schritt für Schritt Zauberer? And when you see someone come out with sponge balls, it automatically means beginner. Means hack magician. At least it always has. Till you. The sponge ball stuff, we first saw sponge balls and we got complacent. We said, this is stuff we've been doing since we were children. And then it got to be things we hadn't done since we were children. And then it got to be stuff that no one had done ever. Exact. And then it got to be stuff that no one had done before ever. Steht aber in den alten Schriften. Stuff that was impossible, that it got to be stuff that, well, I hate to say this, but you're the Shim Lin of Spongeballs and you fooled us. Hätte Penn mal die alten Schriften gelesen. Stark, ey. Ich habe so einen Respekt davor. Ich habe riesigen Respekt vor seinem Skill, vor seiner Kreativität, vor seinen Ideen. Absolutes Vorbild. Absolute Inspiration gerade. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass super viele Magier, die das hier sehen, inklusive mir, die das sehen und sich denken, boah, ich muss echt mehr mit Schwammbällen machen. Also wirklich. Es gibt halt Dinge, die könnt ihr mit Schwammbällen machen, die könnt ihr mit keinem anderen Objekt auf der Erde machen. Aber was er da gemacht hat draus, crazy. Und wieso hält Teller die Hand so? Sieht so aus, als würde er jetzt hinter Alice ins Ohr greifen wollen und da was herzaubern wollen. Ganz ehrlich.
sacred Jedi texts.